So, du willst deine Videopuppe sprechen lassen, so wie ich das jetzt hier gerade mache, in einem cartoony und funny way? Dann komm mit mir, ich zeig's dir, wie es funktioniert in DaVinci Resolve. Aber bevor wir da einsteigen, du brauchst dafür Reactor und den Audio Suckless Modifier. Also, falls du den noch nicht hast, lad dir das mal runter. Also, nachdem du dir Reactor runtergeladen hast, möchtest du in deine Effects Library gehen, unter Effects dir eine Fusion-Komposition raussuchen, hier dann in Fusion gehen, hier dann die Reactor-Installer.lua-Datei in deine Node-Area reinziehen oder für die, die es schon installiert haben, einfach unter Workspace, Scripts, Reactor und hier Open Reactor klicken. Dann möchtest du in dem Suchfeld hier oben nach Audio suchen, dann den Suckless Audio Modifier anwählen, hier auf Not Right Now klicken, es sei denn du willst donaten und dann hier auf Installieren gehen. Und wenn du weitere Audio Reactive Stuff machen willst, dann solltest du dir wahrscheinlich auch noch die Audio Waveform von Yippie runterladen. Link zum Tutorial dazu habe ich dir schon mal oben verlinkt. Ansonsten einfach schließen. Und jetzt nochmal neu starten. Okay, nachdem du jetzt neu gestartet hast, wird es Zeit, ein Bild reinzuziehen. Und was kann denn schöner sein als fluffige kleine Kätzchen? Guck dir das an. Oh, ist das nicht knuffig? Oh. Ja. Okay, wir suchen uns hier zuallererst mal eine Merge Node raus und eine Transform Node. Genau. Dann kopieren wir uns unser Bild mit STRG C, STRG V und die Kopie wollen wir in die Transform Node einfügen. So, und jetzt möchten wir uns eine Polygon Node hier rausziehen und uns die Polygon Node anklicken und hier in unseren Inspektor eine Maske um unseren Mundwinkel unseres Kätzchens ziehen. Das wird dann der Mund, der sich bewegt. Und diese Polygon Node verbinden wir mit dem kopierten Media in den Maskeninput. Damit haben wir jetzt nur den Mund. Und jetzt möchten wir das ebenfalls mit dem Original verbinden und in das Original Media In gehen, in die Settings gehen und hier auf Apply Mask Inverted anklicken. Weil dann haben wir quasi den Cutout des Mundes an dem Kätzchen. So, und jetzt müssen wir nur noch das mit der Merge verbinden und jetzt haben wir unser Originalbild wieder. Und jetzt müssen wir bloß noch eine Möglichkeit finden, hier diesen kleinen Mund süß sich bewegen zu lassen. Und dazu klicken wir hier oben mit Right-Click drauf und dann Edit Controls. Hier fügen wir uns quasi eine neue Variable hinzu, die nenne ich jetzt Y und setze sie in die Controls und unter Slider Control. So, jetzt habe ich hier eine neue Control, die ich nutzen kann. Jetzt klicke ich hier mit Rechtsklick bei Center drauf und dann Expression und jetzt haben wir hier diesen Y-Wert und den markieren wir uns, nur den Y-Wert und verbinden den mit Y. Und da fehlt mir jetzt hier noch die Klammer und jetzt kann ich quasi über diesen Y-Wert die Bewegung meines Kätzchenmundes steuern. Und wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick draufklicke, Modify with Audio Waveform und da kann ich quasi meine Waveform reinbekommen. Jetzt möchte ich hier oben in den Modifier gehen und hier meine Audio raussuchen. Wichtig ist, dass die Audiodatei, die du hier eingibst, eine Wave-Datei ist mit 16-Bit-Audiotiefe und dass sie kleiner ist als 50 MB. Und wenn du eine MP3 hast, dann lad sie doch einfach auf Cloud Convert hoch und zieh dir das Ganze wieder als Wave runter. Ist ein kostenloser Service, kann ich nur empfehlen. Okay. Hier suche ich mir dann unter Browse dann meine Wave-Datei, klicke auf OK und jetzt gebe ich bei Amplitude 0.5 ein als Amplitude Offset und jetzt möchte ich etwas leicht Negatives hier haben, weil das ja nach unten ausschlagen soll und somit habe ich meine Katze, die spricht. Das muss ich dann nur noch in meinen Media-Out verbinden und schon habe ich ein süßes Kätzchen, was immer an meiner Seite ist und etwas spricht. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Trick und ich hoffe, du machst lustige Politiker-Memes, weil davon kann es nie genug geben. Und stay tuned, denn im nächsten Video zeige ich dir, wie du die Puppe animieren kannst. Yo! Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier.